Hallo, ich möchte in diesem Video etwas zu dem If-Statement in der Programmiersprache Python erzählen. Wir haben hier wieder unsere Entwicklungsumgebung Sunny vor uns und wir probieren jetzt einfach mal aus, wie das funktioniert, wenn wir eine Entscheidung treffen möchten, basierend auf einer Bedingung, die vorgegeben wird in dem If-Statement. Und da geben wir uns erstmal einen Variablennamen vor, der vielleicht eine ganze Zahl mit sich trägt. Und im einfachsten Fall kann man eine Entscheidung treffen, indem man aufschreibt, if a kleiner 10 beispielsweise, nach der Bedingung muss man in Python den Doppelpunkt anschließen. Dann wechselt man in die nächste Zeile und rückt ein. Man muss jetzt das einrücken, was ausgeführt werden soll, wenn die Bedingung zutrifft. Also wenn a kleiner 10 ist, dann soll das, was ich jetzt hier schreibe mit print, ausgeführt werden. Und ich möchte an der Stelle ausgeben, dass a kleiner als 10 ist. Ja. Und das soll es auch gewesen sein für den ersten kleinen Versuch mit dem If-Statement. Und am Ende geben wir aus einfach nur Ende, um zu sehen, dass das Ende dieses kleinen Programms erreicht ist. Wir starten das Programm. Und wir sehen, dass nur Ende ausgegeben wird. Warum ist das jetzt passiert? Wir haben a gleich 13 gesetzt. Wir haben geprüft, ob a kleiner 10 ist. A ist nicht kleiner 10. Also ist die Bedingung nicht zutreffend bewertet worden. Und deswegen gehen wir nicht in diesen Teil hier hinein. Wir könnten jetzt a auf 9 setzen und nochmal ausführen. Und dann sehen wir, es wird uns angezeigt, a ist kleiner als 10. Das trifft ja zu, weil die 9 natürlich kleiner als 10 ist. Und dann gehen wir auch in diesen Zweig hier hinein, wo wir die Ausgabe machen mit dem Print und die Information, dass a kleiner als 10 ist. Am Ende wird trotzdem wieder das Ende ausgegeben, weil das in beiden Fällen ausgegeben wird, sowohl wenn wir da eintreten, als auch wenn wir da nicht eintreten in diesen markierten Zweig des Programms. Jetzt können wir vielleicht auch daran interessiert sein, noch explizit etwas einzufügen, was sonst passieren soll. Wenn also a kleiner 10 nicht zutrifft, dann wollen wir etwas anderes machen. Dann könnten wir hier aufschreiben, dass wir mit else etwas ausführen möchten, else ansonsten. Und wir schreiben auf, dass wir dann erkannt haben, dass a größer oder gleich 10 ist. A ist größer oder gleich 10. Wir probieren das wieder aus. Jetzt in diesem Fall wird natürlich a kleiner als 10 ausgegeben. Und jetzt ändern wir unser a und sagen, es ist jetzt wieder 13. Führen nochmal aus. Und wir sehen dann, dass a größer oder gleich 10 ist. Was? Das ist an dieser Stelle nicht zu entscheiden, ob es größer oder gleich 10 ist, denn wir haben nur erkannt, dass es nicht kleiner 10 ist. A ist nicht kleiner 10, deswegen sind wir hier in diesem Zweig des Programms gelandet. Und wenn uns jetzt interessiert, ob A vielleicht auch genau gleich 10 ist, dann könnten wir auch noch ein weiteres Konstrukt einfügen, nämlich das Elif. Elif heißt in Python, dass noch eine weitere Bedingung geprüft wird. Und die weitere Bedingung könnte sein, dass a gleich 10 ist. Jetzt haben wir hier eine kleine Besonderheit. Bei dem Vergleich nämlich muss man ein doppeltes Gleichheitszeichen aufschreiben. So wie das hier der Fall ist. Wir schreiben a ist gleich 10. Und das steht dafür, dass verglichen wird der Wert der Variable a mit dem, was rechts daneben steht, mit der ganz konkreten 10. Wenn es zutrifft, dass a gleich 10 ist, dann wird ein wahr, ein ja, eine 1 zurückgegeben. Ansonsten wird ja ein falsch zurückgegeben und man tritt dann nicht in den weiteren Bearbeitungszweig ein. Wenn wir jetzt, das ist zu beachten in ganz vielen Programmiersprachen, wenn wir jetzt ein ist gleich nur schreiben würden, dann würde an dieser Stelle kein Vergleich passieren. Das muss man beachten. Es würde hier kein Vergleich passieren, sondern es würde eine Zuweisung passieren. Es wird dann
dieses Konstrukt trotzdem mit wahr bewertet, weil das, was hier steht, größer als 0 ist. Und damit würden wir in den Zweig eintreten. Wir würden aber nicht merken, dass wir hier einen Fehler hineingebaut haben. Wir müssten nämlich für den Vergleich, für den reinen Vergleich, das doppelte Gleichheitszeichen einfügen. Und dann fügen wir noch an, was wir ausgeben möchten. Wir möchten ausgeben, dass a gleich 10 ist. Und wir probieren das wieder aus. Wir sehen jetzt in dem Fall, dass es 13 ist. Also diese Ausgabe, dass a größer oder gleich 10 ist. Das müssen wir also noch korrigieren. Wir müssen das oder gleich noch wegnehmen. Und im nächsten Schritt ändern wir jetzt mal für die nächste Ausführung das a auf 10, um hier diesen Zweig zu prüfen. Und wir sehen, es wird uns ausgegeben, a ist gleich 10. Es wird also zunächst mal geprüft, ob a kleiner 10 ist. Das ist nicht der Fall. Dann wird zu dieser nächsten Prüfung gegangen. A ist gleich 10. Jawohl, a ist gleich 10. Deswegen treten wir hier ein, geben das aus. Das else wird dann nicht ausgegeben, weil kein ansonsten stattfindet. Es ist ja eine von diesen Optionen zutreffend, nämlich die zweite Option, a gleich 10. Und damit wird dieses else nicht mehr benötigt. Am Ende wird die letzte Ausgabe gemacht und damit ist das kleine Programm zu Ende. Die Bedingungen für das If-Statement können auch etwas komplexer aufgebaut werden. Ich möchte es hier ein kleines bisschen komplexer machen, indem ich eine Zeichenkette verwende als Variable und indem ich dann gegen die Zeichenkette vergleiche. Ich würde jetzt hier vielleicht wissen wollen, ob die Variable Ort gleich Dresden ist. Und wenn das zutrifft, dann würde ich ausgeben, dass der Ort tatsächlich Dresden ist. Und um gleich das else noch mitzuverwenden, würden wir, falls das nicht der Fall ist, ausgeben, dass der Ort nicht Dresden ist. Dann beenden wir wieder die Schleife und geben am Ende noch ein Ende aus, zur Kontrolle, dass unser Programm das Ende erreicht hat. Wir führen das aus. Wir überlegen kurz, was passieren müsste. Die Variable Ort ist mit Berlin belegt. Hier habe ich noch einen kleinen Fehler drin. Es muss ist gleich heißen. Die Variable Ort ist mit Berlin belegt. Wir prüfen hier, ob Ort gleich Dresden ist. Das ist jetzt hier nicht der Fall, denn wir haben Berlin. Also würden wir in den else-Zweig gehen. Ort ist nicht Dresden. Danach müsste ein Ende ausgegeben werden. Wir prüfen das, indem wir ausführen und wir sehen, Ort ist nicht Dresden, es wird das Ende erreicht und damit funktioniert das Programm erwartungsgemäß. Wir können das Programm jetzt noch ein bisschen variabler gestalten, indem wir nicht so hart mit diesen ganz konkreten Werten Dresden vergleichen oder dann vielleicht auch Berlin, ein anderer Ort, der möglicherweise bekannt ist. Und deswegen haben wir vielleicht aus irgendwelchen vorherigen Betrachtungen, Berechnungen zwei Orte schon ermittelt, die es sein können. Und dann können wir gegen diese beiden Orte, Ort 1 und Ort 2, vergleichen. Und das könnte dann passieren, indem wir Ort 1 schreiben, vergleichen mit Ort 1 und dann würden wir ausgeben, Ort ist Dresden. Dann könnten wir noch ein Elif einfügen und dort noch einmal prüfen, ob der Ort 2 vorhanden ist in dieser Variable als Wert. Und wenn das der Fall ist, dann würden wir hier ganz konkret ausgeben, dass der Ort Berlin ist. Und ansonsten würden wir ausgeben, dass der Ort kein bekannter Ort ist. Ort ist kein bekannter Ort in unseren Variablen Ort 1 oder Ort 2. Und das können wir jetzt ausführen. Wir überlegen uns kurz vorher, was passiert. Wir haben Ort mit dem Wert Berlin belegt.
Wir würden also in dem ersten Vergleich mit Dresden vergleichen. Ist Ort gleich Dresden? Das ist nicht der Fall, also gehen wir nicht in diesen Zweig. Ist Ort gleich Ort 2, also Berlin? Das ist der Fall, dann geben wir also das aus. Wir geben aus, Ort ist Berlin. Wir geben nicht dieses Print aus, weil wir nicht diesen Else-Zweig, diesen Ansonsten-Zweig benötigen, denn wir haben schon eine Option gewählt durch diesen Wert Berlin. Und am Ende geben wir noch Ende aus. Wir führen das konkret aus und wir sehen, Ort ist Berlin, das haben wir erwartet und es wird das Ende ausgegeben. Bis hierher haben wir jetzt erstmal gesehen, dass man für die Bedingungen einfache Vergleiche nutzen kann. Man kann aber nicht nur einfache Vergleiche benutzen, sondern man kann auch Funktionen dorthin einbetten und dann basierend auf den Funktionsergebnissen und dann einem Vergleich, den man auch noch anschließt, möglicherweise dann entscheiden, ob man in den einen oder den anderen Zweig weitergeht für die Ausführung des Programms. Und das schauen wir uns jetzt mal an, indem wir wieder einen String hernehmen. Und der String sei wieder ein Ort. Der Ortsname ist jetzt etwas länger und wir möchten jetzt nicht den Ort konkret vergleichen, sondern wir möchten die Länge des Ortes vergleichen. In einem vorangegangenen Video hatte ich auch diese Funktion len erklärt. Es wird dadurch berechnet, wie viele Zeichen diese Zeichenkette hat, also diese Zeichenkette Ort ganz konkret, und dann wird abgezählt und das Ergebnis zurückgegeben. Und wir prüfen hier in dieser Bedingung, ob diese Länge der Zeichenkette größer als 8 ist. Und wenn das gegeben ist, dass diese Zeichenkette länger als 8 ist, mehr als 8 Zeichen hat, dann möchten wir hier für diesen Fall ausgeben, dass wir eben einen Ortsnamen haben, der zu lang ist. Und ansonsten möchten wir sagen, das ist in Ordnung, der Ortsname ist nicht zu lang. Und ganz am Ende geben wir unser Ende wieder aus, um zu sehen, dass wir am Ende angekommen sind. Wir führen das jetzt aus. Was würden wir erwarten? Zunächst überlegen wir uns das. Der Ort ist Eberswalde. Die Länge des Ortes ist die Größe 8. Wir zählen ab und sehen, dass es mehr als 8 Zeichen sind, die in Eberswalde enthalten sind. Und dann heißt das, dass wir in diesen Zweig hineingehen würden. Und wir würden ausgeben, Ortsname ist zu lang. Danach müsste das Ende ausgegeben werden. Ortsname ist zu lang. Ende wird ausgegeben. Also haben wir richtig gelegen mit unserer Prognose. Jetzt können wir nochmal einen anderen Ort eintragen. Beispielsweise Berlin. Der ist weniger als 8 Zeichen lang. Und wir führen wieder aus. Und wir sehen, Ortsname ist nicht zu lang. Basierend auf dem Ablehnen dieser Bedingungsprüfung, also es wird negativ bewertet und deswegen gehen wir hier in diesen Zweig hinein und geben das entsprechend aus. So viel erstmal zu einer einfachen Einführung in das If-Statement in der Programmiersprache Python und Möglichkeiten, wie man Bedingungen formulieren kann, um in den einen oder anderen Zweig für die Programmausführung weiterzugehen.